Was für ein Paukenschlag. Im letzten Jahr wurde herausgefunden, dass Netflix und mein Lieblingsregisseur David Lynch zusammen an einer Serie arbeiten, die wohl Unrecorded Night heißen soll. Natürlich wurde ich extrem hellhörig, denn David Lynch ist auch der Erschaffer meiner Lieblingsserie Twin Peaks, die er 2017 erst mit einer dritten Staffel vollendete. Zumindest glaubten wir das. Ob die neue David Lynch-Serie auf Netflix etwas mit Twin Peaks zu tun hat, was wir bereits über Unrecorded Night wissen und wann die Serie erscheinen soll, das berichte ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Lange Zeit blieb Unrecorded Night unter dem Radar, bis David Lynch im Juni 2020 13 Folgen rechtlich sicherte. Schnell sprudelte die Gerüchteküche auf und weitere Informationen konnten herausgefunden werden. Beispielsweise ist nun bekannt, dass Peter Deming für die Kameraarbeit zurückkehren wird, der seit Lost Highway nahezu immer mit David Lynch zusammengearbeitet hat. Inland Empire ist die einzige Ausnahme. Außerdem recherchierte ein Reddit-Nutzer, dass der Arbeitstitel von Unrecorded Night Wisteria ist. Dieser Reddit-Nutzer hat noch viele weitere Informationen aufgedeckt, die in diesem Video noch erwähnt werden. Was für eine Bedeutung haben denn Unrecorded Night und Wisteria? Kann man von diesen Wörtern vielleicht Handlungselemente der Serie erahnen? Ja, durchaus. Unrecorded Night ist die Übersetzung für das altenglische Wort Nightscatter, was Nachtschatten bedeutet. Die Familie der Nachtschattengewächse umfasst einige toxische Pflanzen und so kommen wir wieder auf Wisteria zurück. In Deutschland kennt man Wisteria als Blauregen. Diese Pflanze kann angeblich Verwirrung, Schwindel und Sprachprobleme verursachen. Vielleicht ist es nur ein cooler Titel, vielleicht steckt doch mehr dahinter. Dies werden wir wohl anscheinend erst 2022 erfahren. Das ist ein realistisches Datum für die Veröffentlichung der Serie. Der Dreh müsste nämlich erst kürzlich begonnen haben, im Mai 2021. Geplant sind um die 200 Drehtage. Eine Veröffentlichung 2023 wäre also auch möglich. Dafür wissen wir zumindest schon, wo wir die Serie sehen werden. Auf Netflix. Die Zusammenarbeit zwischen David Lynch und Netflix kommt nicht aus dem Nix. Vor nicht allzu langer Zeit wurde der Kurzfilm What Did Jack Do auf dem US-amerikanischen Streamingdienst veröffentlicht, weswegen über ein weiteres Engagement bereits gemunkelt wurde. Die letztendliche Bestätigung ist für mich trotzdem sehr überraschend gewesen, denn ich hätte nicht gedacht, dass David Lynch für noch eine Serie zurückkehren wird, da er mit Twin Peaks The Return eigentlich sein großes Magnum Opus erschaffen hat. Vielleicht hat das Budget von Netflix ihn dann doch noch einmal gereizt, etwas Größeres, Teureres zu erschaffen. Das zur Verfügung gestellte Budget ist laut verschiedenen Internetquellen ziemlich hoch mit 85 Millionen US-Dollar. Als Vergleich, die letzte Twin Peaks Staffel hat wahrscheinlich um die 50 Millionen US-Dollar gekostet. Somit wäre Unrecorded Night fast doppelt so teuer. Produziert wird die Serie von zwei Unternehmen, nämlich zum einen von A2K Productions, die für Fox oder auch das ZDF produzieren, und zum anderen von Twin Peaks Productions. Es wird euch wohl sehr überraschen, wenn ich euch sage, dass dieses Unternehmen vor allem dafür bekannt ist, Twin Peaks produziert zu haben. Gedreht wird in den Culver Studios. Dort wurden auch schon einige Szenen von Twin Peaks The Return aufgezeichnet. Man könnte also darüber diskutieren, ob sich nicht die Zeichen verdichten. Wird Unrecorded Night also wirklich ein Twin Peaks Spin-Off oder die begehrte vierte Staffel? Lynch hat in den vergangenen Interviews immer betont, dass ihn die Geschichte von Carrie Paige sehr interessiert. Da dieses Video ohne Twin Peaks Spoiler auskommen soll, halte ich mich an dieser Stelle etwas bedeckt. Jedoch arbeite ich bereits in einem anderen Video, in dem ich euch die Figur Carrie Paige vorstellen möchte. Dann wird natürlich auch Twin Peaks gespoilert. Jedem waschechten Twin Peaks Fan sollte dieses Bild aus der letzten Folge aber zumindest bekannt vorkommen. Mehr dazu auf jeden Fall in ein paar Wochen. Wenn also eine vierte Staffel oder ein Spin-Off erscheinen würde, dann höchstwahrscheinlich um Paige und Coop. Kyle MacLachlan, der unseren geliebten Cooper spielt, hat sich nicht nur schon angeboten für Unrecorded Night, sondern postete auf Instagram bereits ein Bild mit einem sehr verdächtigen Text. Die Chancen also, dass Unrecorded Night etwas mit Twin Peaks zu tun haben könnte, sind zumindest nicht unwahrscheinlich. Doch wünsche ich mir das überhaupt? Immer wieder wurde ich über die letzten Jahre gefragt, ob ich mir eine vierte Staffel meiner Lieblingsserie wünsche, und die Beantwortung dieser Frage ist wahrlich nicht leicht. Natürlich erhoffe ich mir, die ganzen Charaktere noch einmal wiederzusehen. Coop und Audrey, Laura und Shelley, Bobby und Andy.
Gleichwohl ist die dritte Staffel ein perfekter Abschluss gewesen und Folge 17 ist meine Lieblingsfolge der Seriengeschichte, da es so ein emotionaler, vorzeitiger, bittersüßer Abschluss war. Vielleicht glaube ich einfach nicht daran, dass es David Lynch noch einmal so gut hinbekommt, das habe ich jedoch auch vor Staffel 3 gedacht. Es ist schwierig. Solange aber David Lynch als Autor und Regisseur hinter Twin Peaks steht, werde ich alles mit Kusshand nehmen, was ich kriegen kann. Vielleicht diktiert die Vergangenheit die Zukunft, doch die Zukunft diktiert David Lynch. Wie ist denn eure Meinung zu Unrecorded Night? Gefallen euch die bisherigen Gerüchte oder seid ihr eher so ein bisschen abgeschreckt? Eure Meinung unten in die Kommentare und gebt dem Video außerdem einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren, wenn ihr eh das Video zu Carrie Paige sehen wollt, das im Laufe der nächsten Wochen sicherlich irgendwann erscheinen wird. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, guckt einen guten Film und möge das Feuer mit euch ziehen. Tschüss!